Hallihallo und willkommen zurück zum Daily Ranking in Atlas Reactor. Ich hau mal wieder rein, es gab wieder ein Update. Ich weiß nicht, ob das irgendwas verändert hat, aber wir spielen erstmal Ranking auf Evo's Laboratory und Kita und Quark werden immer noch dauerhaft gebannt, wie das schon eine ganze Weile so ist. Ja, gut, dann mal sehen, wie es weitergeht. Ich würde eigentlich gerne ungern wieder Support spielen, das spiele ich so oft. Ich würde eigentlich gern sowas spielen, wenn ich darf. Jungs. Das wäre freundlich. Weil Support spiele ich echt häufig. Dann spiele ich halt den, mir auch egal. Das ist mir nicht so wichtig, welchen genau ich spiele. Ah, sehr schön. Ich darf sogar. Lightbit, May Swap. Okay. Ja, ich habe ja eigentlich den ausgewählt und er hat gemeint, er würde wechseln. Deswegen habe ich mal gerade gefragt, was er denn haben will zum Wechseln. Ob wir Suki natürlich noch durchkriegen, ist unwahrscheinlich. Ich finde Asana natürlich besser als Brünn. Sind wir uns sogar einig. Okay, er will Suki haben, dann kriegt er also eine Suki. Wenn die nix nehmen, nehmen wir Suki. Gray. Okay. Muss mal kurz fragen. Okay. Na dann. Request Swap. Aber war wohl ein Counterpick zu nix, glaube ich. Weil wegen Unsichtbarkeit und so. Ich hoffe, das passt so. Ich glaube, da habe ich nicht viel verändert bei dem. Ich bin mir ziemlich sicher, wir spielen relativ Standard Lockwood. Moment mal, ich hätte ja sogar noch Zeit. Skins passt, Abilities. Was habe ich denn hier drin? Größeren AOE. Kann über Wände meine Fallen werfen. Gehen hier, bekäme ich Energie pro Move. Und hier habe ich eine größere Range. Ja, das ist okay, denke ich. Und hier kriege ich halt mehr Damage für mehr Bounces. Passt schon. Ich hätte, glaube ich, das Backup-Plan ist, glaube ich, der Ausweichen. Den hätte man auch machen können. Dass man öfter ausweichen kann, macht man halt nicht so viel Damage. Vielleicht wäre es sogar sinnvoller gewesen. Mal sehen. Moin, wie wir das hier machen. Ich hoffe, es wird ein ganz gutes Match. Hoffen wir einfach mal. Your team is ready. So, Evo's Laboratorium. Auf geht's, recently spawned. Und wo geht's hin? Wir haben eine Harziger Gray quasi. Support geht dahin. Safety's off. Können wir mal so machen, würde ich behaupten. Das sieht dort. Achso, wir Drohne schicken, deswegen geht's die komplette Deckung. Das ist sinnvoll. Wenn man erste Runde eh die Drohne schickt, braucht man nicht sichtbar sein. So insgesamt. Wo wollen sie hinspringen? Ich würde wahrscheinlich dahin gehen. Ich werde wahrscheinlich dahin gehen müssen, weil sonst ich da hinten nicht schießen kann. Falls ihr dort irgendwie jemanden wie ein bisschen Unterstützung braucht oder sowas. Deswegen habe ich gerade meine Position geändert. Sonst wäre ich mich hingestellt, könnte ich um die Ecke schießen. So. Während die mich halt nicht direkt treffen können. Ja, nix ist Invis, logisch. Ich glaube, ich hätte vielleicht doch da hingehen sollen, wo ich hingehen wollte, weil die sind alle hier drüben. Nicht cool.
15, 16, 34. Guck mal. Ich geh mal dahin. Ich glaube nicht, dass wir auf sie schießen. Ehrlich gesagt. Der Double Weak. Das ist schön. Die bewegen sich beide, dann ist ja gut, dass ich ihn treffe. Dann ist ja gut, dass ich ihn treffe. Oh, das ist fies. Aua, und der ist auch schon so weit vorne. Ich glaube, wir fokussen den Support raus. I need to dodge. Denke ich zumindest. Too easy. Damit nur meine Aurora Bescheid weiß, dass sie mich nicht heilen muss oder sowas, wenn ich eh dodge, ist Quatsch. Weil ich habe keine Lust hier von nix. Väter habe ich mir trotzdem und ihm und ihr voll zerlegt zu werden. Da stehe ich nicht so drauf. Wir werden halt eben noch töten können. Sie hat sogar den Schuss von nix geblockt. Nice, dass der trotzdem noch trifft. Da muss ich, glaube ich, mal reinlunzen. Kann ich drei Leute erwischen mit meinem AOE für 30 Damage. Wenn er nicht ausweicht, und selbst wenn er ausweicht, habe ich immer 60 Damage die Runde. Das ist ziemlich nice. Sie ist aber die ganze Zeit offen. Also aufgedeckt, was nicht ganz so geil ist. Ja. Fuck, ich mach trotzdem Damage. Aber sie heilt sich nächste Runde wieder. Die Hälfte davon schon. Er ist ausgewichen, okay, aber ich habe bestimmt noch zwei Leute. Ne, da ist er nirgendwo. Aua. Ohohoho. Nicht gut. Ja, wir dashen die Runde jetzt, ja. Mal testen, ob er hier irgendwo drin ist. Man weiß ja nie, er könnte wieder dashen. Ich geh mal dahin, weil der kommt wahrscheinlich jetzt hier rum. Bin mir nicht ganz sicher, ob er bis hierher gekommen ist. Okay, er ist wirklich da drüben, wo sie es angesagt haben. Nicht gut. Das tut nämlich richtig weh. Aber er ist schon tot. Sehr gut. Fährt er nicht hinterhergelaufen? Das finde ich merkwürdig. Finde ich merkwürdig. Easy. Ich habe echt wenig Leben. Better watch your step. Das ist nicht so gut, dass ich so viel am Anfang direkt gefressen habe. Dann kannst du noch eine Runde lang nicht unsichtbar machen. Ne, da ist niemand. Okay, sie heilt sich einfach nur. Shit. Ja, so kann ich nicht machen. Okay, und dann gibt sie mir Schild.
Glaube ich mal dahin. Hiding in plain sight. Aber in der Hoffnung, dass es das stehen bleibt, dann. Touch me and bleed. Wenn sie dort stehen bleibt, wird sie weggeschleudert durch Auroras Heilung. Das wäre echt nice. You won't see it coming. Trifft sie noch? Oh. Nix stand noch neben mir, das habe ich wenig realisiert. Face your demise. Netter Hit. So, die beiden sind da unten. Sie kann mir 30 Damage geben. Ist halt die Frage, ob ich da durch will durch sie. Das hat eigentlich nur einmal 30 Damage. Zweifel will ich das, glaube ich, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Alrighty then. Aber sie muss ja mich und sich selbst drin haben. Machen wir jetzt einen Fokus auf Phaedra. Das wäre natürlich schön. Oh, und weak. Sehr gut, dann lebe ich das auf jeden Fall. Ach, shit. Damit erwische ich sie nicht mehr. Sie hat auch nicht getroffen. Schade, der Dash war echt gut. Ich kann nur den Fisch erwischen, wenn überhaupt. Shisha. Der sich so einen Bubble gibt. Und so bestimmt bin ich jetzt tot, wenn ich nicht richtig drauf geachtet habe. Da ich nur 40 Leben habe und wenn sie mich ultet, sterbe ich. Und sie ultet mich nicht. Sehr gut. Sie schießt doch nicht auf mich. So. Da kam ein 38er Headshot. Was hat denn der für ein Headshot-Mod drin? Headshots. Ah, für weiter weg. Okay. Alles, was weiter weg steht. Kann sie rollen? Sie kann rollen. Dann meide ich mal nicht rein. Suche ich später mal. Er kann nämlich nicht mehr ausweichen. Also kriegt auf jeden Fall 45 Damage. Bloß keine Lust auf ihre Ulti. So direkt. So, das trifft nicht, okay. Oh, sie haben alle Ulti. Frech. Ja, genau. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Du. Aber wird er das Verein machen? Werden sie versuchen, mich einfach umzuulten? Guns ready. Ich muss mal eine Timebank benutzen. In der Hoffnung, dass es was bringt. Ich krieg aber noch ein bisschen Heilung. Do your job, or else. Nee, ich geh nach unten. Hat gar keinen Bock, sich da irgendwas anzueignen. Oh. Daran sollte man denken, dass sowas die Sichtbarkeit ändert. Yo, ich habe mich schlecht positioniert. Anders kann ich es gerade nicht sagen. Hab mich schlecht positioniert. Und die haben alle Ulti. You
Kommt er bis zu mir? Er kommt bis zu mir. Fuck. Ich dachte nicht, dass er über die drei, über drei Viertel der Map schießen kann. Also erste Kill war echt gut. Danach haben wir nachgelassen. Sie rettet mich sogar. Thanks. Ja, kann ich dazu nicht sagen. Sie kann wieder springen. Sie kann aber nicht rollen. Problem ist, dass sie mich töten könnten, wenn sie wollen. Ich weiche mal aus. Just you wait. Die Drone greift unsichtbare an. Hoffe ich mal, dass er die Mod drauf hat. Ja, nice. Left in the dark. Okay. Er hat es unsichtbar gemacht und ist weggedasht anscheinend. I'm at my peak. Oder sie nennt es Blink in dem Fall. Der hat, glaube ich, schon genug Damage gemacht, um mich zu töten. Wobei ich habe 24, aber trotzdem. Oh nein! Der Dash hat nicht gereicht. Shit. Shit, 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 shit. Ah. You got it. Kommt nix wieder her. Drei von denen sind ziemlich low. Five turns remaining. Da ist irgendwas rot. Warum auch immer, aber da ist was rot. Da war jemand drin. Ende letzte Runde. Stell mich mal dahin und hoffe, dass ich da irgendwas sehe. Wir brauchen nur in 5 Runden 2 Kills. Wir werden 2 noch respawnen müssen. Get my back, Robo. Ah, ich sag ja, er steht dort. Und sie wollen den 4. Kill auch noch haben. Ja, sie haben den 4. Kill auch. Und Heilung kriegen sie auch noch. Four turns remaining. Ah, shit, Mann. Sie läuft nicht mehr drauf, okay. Ich hoffe, ich weiß nicht mehr, wie viel Leben Nix hatte. Ich hoffe, er stirbt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Na, er hat noch jede Menge Leben. They just want a hug. Das haben wir wohl leider verloren. Schade. Ach, der Nix, ey. Der stellt sich immer so, dass er mir in den Rücken schießen kann. Blödes Viech. Oh, somebody filled my ears. Three turns remaining. No sway on me. Ah, geh jetzt zu mir auf den Keks, weißt du das, Fedra? No problem. Fedra, du gehst mir auf den Keks. Ja, schieß nicht auf dich. Kein Bock drauf. Ach, wieder kotzt er mich an, den man, wo ich wegdashen will.
Two turns remaining. Er kann nicht mehr ausweichen. Den haben wir. Das ist die Frage, wo der Rest ist. Sie will dahin. Puh, ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen will. So wirklich. Ich laufe jetzt wahrscheinlich einfach nur weg. Auf. Da oben. Wenn sie mir jetzt einen reinhaut, bin ich tot. Wenn Phaedra mich noch erwischt oder nix, dann ist es vorbei. Ja, und wenn sie jetzt von oben schießt, bin ich tot. Ich mach, glaube ich, 40 Schaden dann. Ich bräuchte wieder Heilung. Oh, sie rennt einfach nur weit weg, so weit wie sie kann. One turn left. Komme ich nicht mal ansatzweise hin. Remove them from existence. Mal sehen, ich bleibe mal stehen. Aber ich kann sein, dass ich jetzt sterbe. Wir schaffen keine 112 Schaden zusammen. Bin ich der Meinung. Ja, jetzt erst recht nicht. Wir gehen. Sie wäre die einzige Chance gewesen. Also ich glaube nicht, dass wir alle, selbst alle vier zusammen so viel schaffen. Enjoy your cauterization. Not what you expected. 35. 42. 41. Macht sie nochmal? Naja, sie macht doch keine 40 Damage dort. Nope, 29. 17. Hat sich fast nur selbst getötet. Defeat. Ah, schade. Schade, schade, Schokolade. Ja, sie war sichtbar. Egal. Hätten wir fast gewonnen. Ich denke, wir haben trotzdem eine ganz gute Runde gemacht. Wir haben nur ab und zu mal ein bisschen viel Damage gefressen. Das war ein bisschen doof. Dumm gelaufen. Wir haben halt uns wieder im mittleren Teil des Matches einfach zu weit auseinander gesplittet und war's Quatsch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen und bis morgen.